Hallo ihr Lieben, Britta hier. Heute geht es mir um das Thema des modernen Schamanismus. Und für mich ist das Zentrum des modernen Schamanismus neben all den vielen wunderbaren Dingen, die der Schamanismus zur Verfügung stellt, wie beispielsweise die Arbeit mit den Elementen oder mit Krafttieren, mit vielen, vielen Symbolen. Das Zentrum ist für mich wirklich die Reise zu den Seelen beziehungsweise Seelenrückführungen. Ich erkläre das ja in vielen, vielen Videos, dass es für mich wirklich die Essenz auch meiner Arbeit ist, verloren gegangene Seelenanteile zurückzuholen. Was sind verloren gegangene Seelenanteile? Wenn ein Mensch einen Teil der Seele verloren hat, so ist meine Erfahrung, dann fehlt eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit, ja, die fehlt einfach so sehr, dass der Mensch das nicht kann. Das kann er nicht lernen, das kann man auch nicht therapieren. Ich habe so vielen Menschen geholfen, Teile ihrer Seele zurückzuholen. Ich selbst habe das auch erlebt in Hawaii vor vielen, vielen Jahren, dass eben ein Teil meiner Seele gefehlt hat und dass ich mein Leben lang immer mit demselben Thema rumgemacht habe. Und ich habe dieses gemacht und jenes gemacht und so richtig geholfen hat nichts. Es ging mir zwar besser, aber ich bin immer wieder in dasselbe Ding da reingeschlittert. So lange, bis ein Teil meiner Seele, der mir gefehlt hat, eine Fähigkeit einfach wieder zu mir zurückgekommen ist. Und das hat mein Leben so sehr verändert, wirklich so sehr, dass ich ab dem Moment gesagt habe, das möchte ich Menschen bringen. Diese Unterstützung möchte ich Menschen geben und am liebsten möchte jedem zeigen, wie das geht, damit man das wirklich selbst auch tun kann oder damit möglichst viele andere dabei unterstützen können. Es ist nicht so ganz einfach. Man kann es selbst tun, auf jeden Fall. Ja, das ist absolut möglich. Aber es ist natürlich auch leichter, wenn jemanden dabei unterstützt. Und wie du das eben selbst tun kannst oder wie du andere dabei unterstützen kannst, Teile ihrer Seele zurückzuholen, das kann ich dir sehr, sehr gerne vermitteln, wenn du das möchtest. Für mich hat sich mein Leben verändert, weil ich wirklich durch diese Fähigkeit, die zu mir zurückgekommen ist und die sich auch sehr, sehr schnell integriert, plötzlich ein neuer Mensch geworden bin, so kann man sagen. Ich war einfach glücklich, ich war angekommen bei mir und ich konnte riesen, riesen Schritte in meinem Leben gehen, die ich vorher einfach nicht tun konnte, wo ich immer kämpfen musste. Und es ist für jeden was anderes. Wenn Fähigkeiten fehlen, dann fehlt zum Beispiel das Urvertrauen oder die Fähigkeit, sich abzugrenzen, die Fähigkeit, sich zum Ausdruck zu bringen. Das sind nur ein paar wenige Beispiele von Fähigkeiten, die eben fehlen können. Und das plastischste Beispiel, das ich diesbezüglich gerne anwende, ist immer das, wenn in der Badewanne der Stöpsel fehlt, dann kannst du dich waschen und du wirst auch nass, ja? Aber du kommst nicht in den Genuss von einem Vollbad. Damit du baden kannst, muss der Stöpsel in die Wanne. Und so ist es, wenn ein Teil der Seele eben zurückkommt, dann kannst du ein Vollbad nehmen. Das ist für mich wirklich die Essenz und Seelenanteile gehen eben verloren durch Traumata unter Umständen. Also nicht jedes Trauma führt zu einem Seelenverlust, aber viele. Viele Traumata, die wir eben in der Kindheit erlebt haben, die führen dazu, dass ein Teil der Seele weggeht. Das ist dann dieses innere Kind, das irgendwo sitzt und einen großen, großen Schmerz in sich trägt und dort an dieser Stelle einfach sitzen bleibt und nicht weiter wächst. Ja, und dann einfach diese Fähigkeit, die es damals hatte, zum Beispiel das Urvertrauen, dem Leben zu vertrauen, die ist in dem Moment verloren gegangen, dass das Kind massivste Ablehnung erfahren hat oder was auch immer. Also das gibt unendlich viele, viele Beispiele. Und dieses Kind oder dieser Seelenanteil, es ist nicht immer ein inneres Kind, der sitzt dann da und wartet darauf. Er wartet darauf, nach Hause zu kommen und zwar zu uns und sich mit uns und unserem Leben, mit unserer Seele zu verschmelzen. Und der wartet aber nicht darauf, dass deine Mutter oder dein Vater den abholt oder dein Chef oder irgendjemand anderes, der dich nervt. Nein, der wartet auf dich. Und nur du selbst kannst quasi diesen Teil in dir integrieren. Und das ist so kraftvoll, diese Arbeit. Ja, vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Bekanntenkreis oder du kennst es von dir selbst, dass immer wieder dasselbe passiert. Zum Beispiel, man sucht sich immer denselben Partner. Ja, und jedes Mal dasselbe Muster. Und oder es ist einfach dieselbe Schleife, die wird zum hunderttausendsten Mal gedreht. Ja, warum trennst du dich denn nicht von dem oder von der? Der ganze Bekanntenkreis kann die Geschichten schon nicht mehr hören und schüttelt immer nur den Kopf und denkt, boah, den hätte ich schon längst rausgeschmissen. Mit mir macht das keiner. Ja, aber wenn ein Teil der Seele fehlt, der sich eben abgrenzen kann, der sich selbst schützen kann, dann kann dieser Mensch das nicht.
Ja, das kann ihm der ganze Bekanntenkreis 100-mal erzählen. Da kann man 10 Jahre auf die Couch legen. Deswegen wird man das nicht können. Man kommt vielleicht ein bisschen besser zurecht, aber dann trennt man sich vielleicht auch, aber dann zieht man den Nächsten an oder die Nächste an. Das gleiche Spiel geht wieder von vorne los. So lange, bis der Stöpsel zurückkommt in die Badewanne. Und das Tolle, wirklich das Tolle ist, es ist keine große Sache. Du brauchst keine jahrzehntelange Therapie. Es ist in der Regel eine Session oder eine bewusste, selbstgemachte Session, die du dir selbst eben schenkst. Und dann ist der Anteil integriert und dann ist es ein bisschen Integrationsarbeit, ein bisschen Training, vor allem für das Unterbewusstsein, ein bisschen Wachstumsarbeit, die stattfinden darf. Man sagt, es dauert in der Regel so 2 bis 6 Wochen, bis der Anteil dann eben so alt ist wie der Mensch im jetzigen Leben, im Hier und Jetzt. Von daher ist es wirklich eine wunderbare Sache und ich bin total inspiriert und dankbar, wenn ich so viel wie möglich Menschen unterstützen kann, ihre Seelenanteile zurückzufinden, beziehungsweise wenn ich einfach so viel wie möglich Menschen zeigen kann, ja, wie sie andere dabei unterstützen und wie sie das selbst für sich tun können und wie sie andere unterstützen können. Und das ist eben auch meine Intention mit meinem Intensivkurs, der intuitive Heiler, erinnere dich, wer du bist, werde Heiler mit kleinem H und vielleicht auch Heiler mit großem H. Der Schamanismus, die Seelenrückführungen sind Bestandteil von 2 Modulen, vom 11. und 12. Modul meiner intuitiven Heilerausbildung, wo ich das ganz genau zeige, eben man kann das auf unterschiedliche Art und Weise tun. Und im Modul 11 zeige ich beispielsweise, wie man in die Seele von einem anderen Menschen reist als Schamane, um dort dann eben diesen Anteil zurückzubringen und mit dem Menschen zu helfen, diesen Anteil zu integrieren. Das kannst du auch für dich selbst machen. Du kannst auch in deine Seele reisen, um diesen Anteil für dich selbst zurückzuholen. Das funktioniert genauso. Ja, und natürlich geht es im Schamanismus in diesem Modul nicht nur darum, Seelenanteile zurückzuholen, sondern eben auch mit Krafttieren zu arbeiten, mit den Elementen zu arbeiten, die Elemente zu balancieren, überhaupt das Universum aus der schamanischen Sicht zu verstehen. Und die ist auch nicht anders als die hawaiianische oder als die indische, sondern das, was eben im Himmel ist, ist ja, was die Hawaiianer beispielsweise in ihren Heaos, die Gestirne abbilden, das ist im indianischen Schamanismus im Medizinrad zu finden. Letztlich ist es eine wunderbare Abbildung des Medizinrads von allem, was ist, ja, wie die Tierkreiszeichen sich den Elementen zuordnen, wie die Himmelsrichtungen sich den Elementen zuordnen, wie alles, was im Universum und im Kosmos ist, ist auch in meinem Körper. Und alles, was nicht in Harmonie ist, braucht eben einen Ausgleich. Ja, von dem einen muss ein bisschen was reduziert werden, von dem anderen muss noch ein bisschen was dazu. Und das ist im Prinzip die Essenz einer jeden Lehre der Mysterienschule. Und jeder Mensch hat einen anderen Zugang zu diesen unterschiedlichen Aspekten. Und der Schamanismus ist eben ein Weg. Und mir geht es nicht darum, für irgendeinen Schamanismus zu stehen. Ich habe es ja irgendwann mal erzählt, dass ich damit einen Widerstand hatte, weil meine Freundin zu mir sagte, sie macht so eine Ausbildung, eine schamanische Ausbildung und sie muss 6 Wochen lang mit einem rohen Ei um den Hals rumlaufen. Wo ich gedacht habe, das ist nichts für mich. Ja, damals war ich noch Unternehmerin, dachte, ich kann auch nicht mit einem rohen Ei rumlaufen. Es ging um eine Achtsamkeitsübung und da gibt es natürlich auch viele Linien, die eine sehr klare Ansage haben, was, wann, wie zu tun ist. Mir geht es nicht darum, ich bin davon überzeugt, wir sind alles Schamanen. Der Schamane ist einfach der zwischen den Welten reist. Und das kann jeder. Und ich möchte dir einfach nur helfen, deinen Zugang zu deinem Wissen zu finden, wie du das machst, wie du deine Seelenanteile zurückholst, wie du andere dabei unterstützt, wenn du dich gerufen fühlst. Du hast deinen Weg. Und es gibt nicht einen Weg, der für alle gleich funktioniert, sondern wir alle tragen dieses Wissen in uns. Und das ist für mich wirklich meine Intention mit der intuitiven Heilerausbildung, die da heißt, erinnere dich, wer du bist, weil du dieses Wissen eben in dir trägst. Und vielleicht möchtest du dieses Wissen, wie erfülltes Leben funktioniert, wie Heilung funktioniert, nach außen tragen, anderen bringen. Dann fühlst du dich vielleicht berufen, Heiler mit großem H zu sein. Wenn du sagst, nein, ich möchte einfach nur wissen, wer ich bin, und Heiler mit kleinem H werden und mein Kleiner mit heilem H sein, in die Welt hinaustragen, an dem Ort, wo ich bin, eben verströmen. Und das kannst du als Unternehmer, ich habe so viele Unternehmer wirklich, die einfach ihr Unternehmen auf eine ganz andere Art und Weise führen, weil sie selbst bei sich angekommen sind und die wirklich in meiner intuitiven Heilerausbildung
Teilnehmer meiner intuitiven Heilerausbildung waren. Ja, nicht nur Unternehmer, auch Menschen, die einfach gesagt haben, ich möchte es in meine Familie bringen, das ist mein Weg, jetzt noch nicht beruflich, vielleicht später. Und manch einer, der gedacht hat, es ist so gar nicht sein Weg, wie zum Beispiel ich vor vielen, vielen Jahren, hat dann doch erkannt, dass es eben seiner ist. Als ich meine ersten Berührungen damit hatte, sagte mal jemand zu mir, du bist eine Schamanin. Und ich so, was? Ich bin Unternehmerin, Räucherstäbchen mache ich in meiner Freizeit. Das war mein allererstes Seminar, da muss ich manchmal so noch zurücklachen, zurückdenken, das ist über 20 Jahre her, weil damals hatte ich wirklich, war ich so meilenweit davon entfernt, ich war fasziniert und irgendwo, ich war auf der Suche, aber wie wahr das Ganze eben für mich ist und wie sehr das mein Leben bereichert und erfüllt hat, da hatte ich wirklich noch keine Ahnung von. Okay, wenn du dich gerne von mir begleiten lassen möchtest, um Heiler mit kleinem Haar oder Heiler mit großem Haar zu sein, dann kannst du das sehr gerne im Rahmen meiner intuitiven Heilerausbildung. Ich biete sie online an, aber eben auch live auf Ibiza. Und wenn du vielleicht noch gar keine Ahnung hast und das ist jetzt das erste von mir, was ich so mache und das dein erstes Video ist, dann kannst du dir gerne auch meinen Gratiskurs hier an dieser Stelle einfach bestellen, in dem ich ganz genau erkläre, wie intuitives Heilen für mich funktioniert, wie du selbst eben zum intuitiven Heiler wirst. Du kannst mit dem Gratiskurs sofort starten und das Ganze ausprobieren. Und wenn du das noch nicht dir angeschaut hast, diese Stunden, die du da in diesem Kurs mit mir verbringst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, das jetzt an dieser Stelle zu tun. Und wie auch immer du dich entscheidest, dann sehen wir uns jetzt gleich auf der anderen Seite oder wann auch immer du vielleicht Lust hast, mein nächstes Video anzuschauen. Ich freue mich wie immer über Feedback und wünsche dir für heute wirklich alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Bis bald. Namaste.